Ja, da riecht ja wieder gut heute hier, ne? Das ist reines Schmutzwasser aus den Waschbecken, Waschmaschinen, aus der Toilette. Durch die Dunkelheit dort unten kann das schon sein, dass es zu Angstzuständen kommen könnte. Kann man sich kaum vorstellen, dass es doch irgendwie um die 5 Badewannen die Sekunde sind, die hier durchgehen, ne? Bitte den Schieber jetzt zufahren. Ja, Schieber wird zugefahren. Das sind riesige Bauteile, alle sehr beengt. Da muss jeder Handgriff sitzen. Das geht hier schon echt auf die Knochen, der Job. Hier können überall spitze Gegenstände und Nadeln vorhanden sein. Ich habe eine Murmel. Auch gut. Wenn man jetzt überlegt, dass wir jetzt gerade unter der Elbe durchgehen, eine ganz andere Welt hier unten. Okay, wie im Dschungel. Das große Problem bei Feuchtigkeit ist, dass sie sich nicht auflösen im Wasser. Und das zieht sich auf den ganzen 5 Kilometern hier runter. Großes Problem hier. Steht an unserer Halteverbotszone. Streifenwagen macht sich auf den Weg. Alles klar, vielen Dank Ihnen. Also das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, bis zum Hals in der Scheiße zu stehen, aber bis zur Hüfte. Vom ersten Tage an, als ich in so einen Kanal eingestiegen bin, war ich infiziert. Ich bin jetzt 33 Jahre in der Unterwelt. Und keinen Tag vermisse ich. Morgens 8.30 Uhr in Hamburg. Enrico Brandt und seine Kollegen sind auf dem Weg zur Arbeit. Und hast du Wochenende Fußball geguckt? Ja. Hertha, ne? Das war gut, ne? Aber ich glaube, der Druck beim HSV ist schon relativ hoch, jetzt dann doch endlich wieder aufzusteigen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Und ihr beide, ihr seid auch weiter südlich unterwegs, Mannschaft. Ich darf das gar nicht sagen, aber wir sind Bayern-Fan. Oh Gott! Ach, du ahnst es nicht. Es gibt so viele fehlgeleitete Menschen. Ihr heutiger Einsatz, ein Siel im Ortsteil Bergedorf. Hier müssen Teile des 9 Kilometer langen Abwasserrohres saniert werden. Begleitet wird Enrico dabei von Sielmeister Dirk Grünert und Bauleiter Volker Schmidt. Wir ziehen uns jetzt um und dann könnt ihr soweit alles vorbereiten für den Einstieg und dann lasst uns runter. Wie ist die Luft heute unten? Gut so. Okay, alles klar. Ja, dann lass uns los. Tief unter den Straßen Hamburgs verbirgt sich noch eine zweite Welt. Ein 6000 Kilometer langes Labyrinth aus Tunneln und Schächten, teilweise bis zu 85 Meter unter der Erde. Wer hier runter muss, braucht starke Nerven. Dunkelheit und Enge, toxische und spitze Gegenstände. Alltag für Hamburgs Kanalarbeiter. Aber das ist ja gut, dass es solche Hosen gibt, ne? Diese Gummihosen haben ja die Funktion, ne? Dicht, das richtig. Heißt kein Wasser rein. Aber falls man tatsächlich mal ausrutscht, wenn es mir wirklich passiert, dann läuft das auch nicht raus. Obwohl wir es, ja, also täglich Doing ist, hier ins Kanalnetz einzusteigen, muss man das immer im Blick behalten, dass man ja wieder heil nach Hause kommt. Aber ja, das macht es dann im Endeffekt auch aus, morgens aufzustehen und sich zu freuen, dass heute wieder ein kleines Abenteuer bevorsteht. Jeder Abstieg in die Unterwelt ist mit Risiken verbunden. Besonders die dort unten entstehenden Gase stellen die Crew vor Herausforderungen. Soll ich den so mit runternehmen? Wir haben unten einen liegen für uns. Oder? Ja, klipp dir den gerne ran noch. Das ist ein sogenanntes Gaswarngerät, ein Vierfach-Gaswarngerät, das akustische und optische Signale abgibt, wenn man im Grenzbereich ist, also wenn zu wenig Sauerstoff drin ist. Wenn zu hoher H2S-Gehalt drin ist oder Methangase drin sind, dann fängt das dann entsprechend an zu piepen. Und hier gehen überall die roten Lampen an. Und dann muss man halt entscheiden, wann der Grenzwert erreicht ist. Und dann muss man natürlich raus. Da sich die Sielatmosphäre sekündlich ändern kann, ist das akribische Messen der Gase unerlässlich. Na, guck mal. Heute sollen 2,60 Meter große Spannringe an die Betonwände der Kanalisation angebracht werden. Vor dem Einstieg warten die Kollegen vom Netzbetrieb. Sie sind verantwortlich für die Sicherheit von Enrico und seinem Team. Ja, eigentlich hängt das unser, so schlimm wie es sich anhört, unser gesamtes Leben an einer Person hier oben, die dann ja für unser sicheres Rauskommen auch wieder sorgen soll. Okay, wer möchte zuerst? Dazu werden wir auch mal abgeworfen. Tut mir leid. Das
Exil in Bergedorf transportiert das Schmutzwasser von ca. 27.000 Haushalten zum zentralen Klärwerk am Hamburger Hafen. Dort wird es gereinigt und zurück in den Wasserkreislauf gegeben. Ja, da riecht ja wieder gut heute hier, ne? Ich finde, heute geht's ja sogar noch. Das ist schon fast heimisch. Das ist reines Schmutzwasser, wie wir schimpfen. Das ist das Abwasser, allein aus den Waschbecken, Waschmaschinen, aus der Toilette, also ohne Regenwasser und so weiter. Und das Hauptanteil dieses Wassers, was hier ankommt hinter uns, das läuft jetzt hier durch die beiden parallelen Röhren. Da das Abwasser hier nicht umgeleitet werden kann, müssen die Sanierungsarbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden. Eine clever durchdachte Konstruktion sorgt dafür, dass das Wasser an den Arbeitern vorbeigeleitet werden kann. Jeder Schritt muss sitzen, damit niemand ins Abwasser fällt. Millimeterarbeit auf engstem Raum. Ja, man sieht hier ganz genau, das sind riesige Bauteile, alle sehr beengt. Und dann funktionieren diese komplizierten Arbeiten auch wirklich nur, wenn du ein perfektes Team hier unten hast. Ne? Und das sieht man ja, das funktioniert hier sehr gut. Da muss jeder Handgriff sitzen. Das geht hier schon echt auf die Knochen, der Job. Auch an anderen Stellen im Abwasserrohr gibt es Sanierungsbedarf. Ja. Deshalb ist das so bröselig, weil da ist dieser Quarkanteil. So, das ist wie Quark, das ist kein Beton mehr. Das ist auch eine der großen Herausforderungen hier. Der Platz extrem beengt und eigentlich muss man das Material, was man in dem Moment gelöst hat mit dem Gerät, muss das sofort nach oben, weil man hat gar keinen Lagerplatz hier unten. Hier unten kann man nichts lagern, weil das würde sofort wegtreiben mit der Strömung. Und so, ja, so sieht man, auch das kostet wieder viel Zeit, die Sachen abzustemmen. Gerät beiseite, es kann auch nur einer stehen. Anbinden und dann nach oben, direkt in den Container. Ja. Die 2,60 Meter großen Spannringe müssen millimetergenau an die Betonwand gebracht werden. Wenn eines der Teile nicht passt, gerät der komplette Ablauf ins Stocken. Also normalerweise bereitet man sich, bevor man runtergeht, auf alle Individualitäten vor, die auftreten können. Und so gibt es aber auch Sachen, auf die kann man sich nicht vorbereiten. So gibt es zum Beispiel dieses Schloss, was jetzt gleich verriegelt, also dieses Stück, was dazwischen gesetzt wird. Das ist millimetergenau zugeschnitten, das genau dazwischen gesteckt wird. So, jetzt ist es aber von Ring zu Ring unterschiedlich, welche Größe man braucht. Jetzt gibt es hier einen Eimer voll mit Stücken von 46 mm, dann gibt es 48 mm und so geht das immer weiter hoch. Aber jetzt fehlt genau dieser eine Millimeter, den wir hier benötigen. Die Arbeiter müssen warten. Das sogenannte Passstück muss oben zugeschnitten werden. Die Gaswerte steigen und die Luft wird langsam dünner. Eine unangenehme Situation. Ortswechsel. Im Transportsil Altona soll Enrico heute Schäden begutachten, um die bevorstehenden Sanierungsarbeiten einzuleiten. Doch auch hier muss er warten. Sieht man sich wieder. Hey, grüß dich, Dirk. Moin. Ja. Hallo, moin. Hey, Alex. Grüß dich. Grüß dich, Tizian. Großes Problem hier. Ja, ich habe schon gehört. Steht an unserer Halteverbotszone. Ja, okay. Immer wieder parken Fahrzeuge in den temporär eingerichteten Halteverbotszonen. Enrico muss die Polizei anrufen, um einen Abschleppwagen anzufordern. Hallo, Enrico Brandt, Hamburgwasser. Grüß Sie. Wir stehen hier in Bornkampfsweg, Haus Nummer 68 und wollen Sealarbeiten durchführen. Jetzt haben wir in unserem Halteverbot ein parkendes Auto. Da würde ich Sie bitten, einmal jemanden vorbeizuschicken, um das Auto hier rauszubekommen. Alles klar, Streifenwagen macht sich auf den Weg. Alles klar, vielen Dank Ihnen. Bis später. Ciao. Wir müssen jetzt hier mit 8 Personen, 2 Fahrzeugen plus Equipment warten und können hier eigentlich nicht tätig werden. Das sind unnötige Kosten und wir kommen in unserer Arbeit nicht voran.
Kurze Zeit später treffen die Beamten ein. Doch bis der Abschleppwagen kommt, kann es dauern. Ja, also die Polizei lässt das Fahrzeug abschleppen. Die haben uns zugesagt, dass das Auto in anderthalb Stunden spätestens weg ist. Vorher ist da leider nicht zu machen. Okay, da können wir trotzdem schon mal aufbauen hier. Ja. So, ne? Ja. Genau, die Zeit läuft uns davon. Genau. Der Zugang für den Einstieg in die Kanalisation befindet sich auf dem Radweg. Um keine Passanten zu gefährden, muss der Schacht gesichert und abgesperrt werden. Für die Radfahrerinnen und Radfahrer nervig, aber nötig. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass immer gerade die Deckel auf den Radwegen sind. Also, dass die Leitungen alle da drunter laufen und deswegen immer die Radwege gesperrt sind und nicht die Fußwege. Aber ansonsten natürlich, es muss ja sein. Nervig ist halt manchmal, wenn es ein bisschen lange dauert. Aber ansonsten finde ich das schon in Ordnung. Schön wäre es natürlich, wenn die Fahrradwege dabei auch noch schöner würden. Also. Ich würde mich freuen, wenn die Baustelleneinrichtung so ein bisschen geteilt wird. Halb auf der Straße, halb auf dem Radweg. Das macht es mit Kindern dann natürlich viel einfacher. So ist es manchmal gefährlich. Aber gemacht werden muss es. Kurz bevor der Abschleppwagen eintrifft, kommt in letzter Sekunde der Besitzer des Autos und fährt seinen Wagen aus der Halteverbotszone. Die Kosten für die Anfahrt des Abschleppers muss er trotzdem tragen. Hallo, Brand, Hamburg-Wasser, moin. Wir hatten angerufen wegen dem Halteverbot hier von uns, hier vorne. Der ist schon weggefahren vor 5-6 Minuten. Okay, alles klar. Danke, ne? Mit über einer Stunde Verzögerung können die Arbeiten endlich beginnen. Der Parkende noch mal Glück gehabt. Jetzt haben wir lange gewartet und die Baustelle verzögert. Ja, ohne Grund, das muss einfach nicht sein. Aber genau, Zeit ist knapp, lass uns gerne weitermachen. Jetzt haben wir den Einstiegsschacht geöffnet. Hier werden wir gleich, wenn wir unsere Sicherheitsausrüstung angelegt haben, einsteigen. Die Schächte hier haben einen Durchmesser von knapp 1 Meter. Aber wenn man sich vorstellt, dass man noch die Schutzausrüstung angelegt hat und vielleicht sogar noch eine Atemschutzflasche auf dem Rücken hat, sollten sich hier Gase befinden, dann wird das schon sehr eng. In diesem Siel sind die toxischen Gaswerte besonders hoch und der Schacht muss für die Arbeiten zusätzlich belüftet werden. Genau, okay, jetzt haben wir uns alle so weit umgezogen. Wie sieht es dann lufttechnisch aus unten? Ja, Luft ist noch gut, wir haben beides gemessen. Und wir können jetzt im Prinzip einsteigen. Selbstretter habt ihr mit? Ja. Sicherheitsposten ist auch da, wegen dem PH-Gerät. Also im Prinzip können wir einsteigen. Sollte einer jetzt umfallen oder so, dann verlassen wir sofort die Anlage, versuchen den Kollegen noch zum Schacht und dann steigt sofort der Sicherheitsposten mit dem PH-Gerät ein, weil der ist dann auch umluftunabhängig und rettet dann den Kollegen. Und das, dann holen wir ihn hier hoch und dann kommt einer, informiert dann auch schon die Feuerwehr parallel und dann, ja, das ist so der Worst Case. Ich komme. Ja, Mensch, ist ja wieder dufte heute. Bräuchte noch mal rüber? Für die Begutachtung der Schäden hat Enrico heute seine Kollegin Lilly Bub an seiner Seite. Ganz wichtig ist, dass hier unten keiner seine Handschuhe auszieht und irgendetwas berührt. Die biologischen Gefahren hier unten sind doch nicht zu unterschätzen. Das sind Mikroorganismen, Bakterien, die sich mit dem Abwasser fortbewegen und die sich auch durch die Luft hier drin, durch die Luftverwirbelung transportieren, durch die Luftfeuchtigkeit und sich auf allen möglichen Materialien absetzen. Wenn man danach unachtsam die Hände zum Mund führt oder vergisst sich die Hände zu waschen, dann kann es schon dazu kommen, dass man sich Krankheiten einfängt, die nicht zu unterschätzen sind. Unabhängig davon gibt es aber auch noch allerhand scharfe Gegenstände. Es gibt einiges an Material, das werden wir wahrscheinlich hinterher auch noch unten sehen. An Müll, die leider immer noch die Toilette runtergespült werden, an dem man sich verletzen kann. Das können Spritzen sein, scharfe Gegenstände wie Rasierklingen. Grundsätzlich halte ich hier Ausschau nach großen Rissen im Mauerwerk, wie wir sie hier auch unter uns schon finden. Gar nicht entfernt, weit entfernt. Hier sieht man schon Löcher. Hier ist der Spalt schon in etwa 5 cm groß. Ja, und 20 cm tief. Der Schacht gehört in der Priorität schon mit nach vorne, sodass wir den in den nächsten 1-2 Jahren schon machen müssen. Das wollen wir uns aber alles noch genauer anschauen. Das geht aber am besten, indem wir nach ganz unten gehen, ins Gerinne einsteigen über die Leiter. Und Dirk, ich würde sagen, dass wir den Schieber zufahren im vorgelagerten Bauwerk, um hier das Wasser aufzustauen kurzzeitig.
Und dann haben wir die Möglichkeit, hier trockenen Fußes reinzugehen. Alex, komm. Ja, Alex, fährt. Bitte den Schieber jetzt zufahren. Ja, Schieber wird zugefahren. Circa 300.000 Haushalte sind an das Transportsiel in Altona angeschlossen. Wir haben jetzt ungefähr 45 Minuten Zeit, hier alle Schäden aufzunehmen, bis wir den Schieber öffnen müssen, um keine kritische Situation im Sielnetz davor zu erzeugen. Das komplette Abwasser muss jetzt aufgehalten werden, damit Enrico den Schacht begutachten kann. Und ist rutschig? Nee, hier geht's tatsächlich. Ja, wir sehen hier absolut loses Mauerwerk. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Man kann hier Steine lose wegsammeln. So soll es nicht sein. Ja, hier haben wir damals provisorisch U-Profile eingebaut. Das war ganz normaler Stahl. Und der ist jetzt seit einem Jahr drin hier. Hat bestimmt schon gut 3 mm abgebaut. Kopf einziehen. Lass dich mal vorgehen, bevor hier was zurückschlägt. Ja, das sind tatsächlich diese Überbleibsel von Feuchttüchern. Okay, wie im Dschungel. Oha. Das große Problem, wie wir hier unschwer erkennen können, bei Feuchttüchern ist, dass sie sich nicht auflösen im Wasser. Das führt dazu, dass sie mit dem Abwasser abgetrieben werden und sich überall dran festhängen, wo sie sich nur festhängen können, so wie man es hier sieht. Das wird mit der Zeit dann immer mehr, bis sich hier große Ballen bilden, die dann entweder zu Verstopfung führen, auch in Großprofilen kann das vorkommen, und dann schlussendlich spätestens jedoch beim nächsten Pumpwerk große Störungen an Pumpen hervorrufen können. Guck mal hier. Was ist das denn? Wenn das Wasser weg ist, kommen die kuriosesten Gegenstände zum Vorschein. Tatsächlich habe ich hier ein altes Medikament gefunden, auch noch mit einer Spritze drin. Und das sind so richtig gefährliche Sachen, dass man hier wirklich aufpassen muss, was man anfasst, weil hier können überall spitze Gegenstände und Nadeln vorhanden sein. Tatsächlich habe ich hier in der Kanalisation, glaube ich, schon alles gefunden, was man sich ausdenken kann. Angefangen von Skateboard und Straßenschildern bis hin zu Fahrradteilen. Munitionsreste. Ich könnte hier den ganzen Tag suchen. Das ist mir so spannend, weil man nicht weiß, was man findet. Ich habe eine Murmel. Auch gut. Ja, wir sind schon bei 3 Meter. Über 460 Mal müssen die Siele in Hamburg pro Jahr von den Feuchttüchern befreit werden, damit es zu keiner Verstopfung kommt. Wir sind von hier aus noch gut 5 Kilometer Sielnetz, bis es dann an der Elbchaussee ankommt, dann in dem Fallrohr weiter runterfällt Richtung Elbe und dann im Prinzip dort, wo das Cruise-Terminal ist. Dort geht dann der Düker rüber zum Klärwerk, zum nördlichen Zulauf. Das Einzige, was wir natürlich wieder sehen, ist hier reichlich Feuchttücher, die sich an den Rohrhaltern hier verfangen haben. Und das zieht sich auf den ganzen 5 Kilometern hier runter. Das muss aufwendig gereinigt werden mit viel Manpower. Wir haben hier soweit alles aufgenommen. Wir würden jetzt hochkommen und dann kannst du auch das Kommando schon wieder zum Schieber öffnen geben. Ja, aber da müssen wir warten, sonst wird die Luft so schlecht, bis wir alle raus sind. Ja. Enrico und seine Kollegin müssen den Schacht verlassen. Sein Fazit fällt ernüchternd aus. Die Bauschäden, die wir jetzt hier aufgenommen haben, sind doch etwas größer als erwartet. Das ist auch sehr kostspielig, weil wir versuchen für den Verkehr so wenig Einschränkungen wie möglich zu schaffen. Das heißt, wir schaffen keine offenen Baugruben jetzt auf Straßen und so weiter, sondern wollen nur über diese Schachteinstiege arbeiten, die sich auf Gehwegen befinden oder Parkbuchten. Das sorgt allerdings im Umkehrschluss dazu, dass wir sämtliches Material, was wir hier rausholen, jeder Stein, jeder Kubikmeter Beton, muss über die Kleinschachtöffnung über einmal nach oben gezogen werden und das neu eingebrachte Material muss auch wieder hier über die Schachteinstiege runtergebracht werden. Die Kosten hier für die Bauwerkssanierung, die werden sich so um die 800.000 bis 900.000 Euro summieren. Nach knapp einer Stunde geht es wieder an die frische Luft. Aufsteigen mal hier am liebsten. 1842 wurde das erste Siel in Hamburg gebaut. Mittlerweile fließt das Abwasser von 2,2 Millionen Menschen täglich durch die Kanalisation. Zurück in Bergedorf.
Hier wird immer noch auf das neue Passstück für die Spannringe gewartet. Zeit für einen kurzen privaten Schnack über das vergangene Wochenende beim Festival in Wacken. Wie war denn Wacken jetzt eigentlich? Wacken war super. Ich habe gleich wieder für nächstes Jahr gebucht. Also. Und wie war das? Ich hatte das in der Presse mitbekommen, dass da ja das Unwetter war. Da haben sie keine Leute mehr raufgelassen. Nee. Und du warst aber rechtzeitig da noch, oder wie? Ja, ja, ich bin noch losgefahren, wo die schon gesagt haben, fahr da bitte nicht mehr hin. Ist ja nicht so weit weg von Hamburg. Wir sind losgefahren, haben dann fast die erste Nacht in dem einen Dorf verbracht, wo die richtig starken Schauer waren. Und sind dann so, ja, kurz nach Mitternacht sind wir da aufs Campinggelände rauf. Aber das, die letzten 50 Meter musste mich schon so einen Träger ziehen. Wahnsinn, ne? Und dann auf dem Gelände, ne? Das ging nur mit Gummistiefeln, nichts anderes. Also 4 Tage ging nur mit Gummistiefeln. Also eigentlich alles wie immer. Also das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Genau. Ja, nicht bis zum Hals in der Scheiße zu stehen, aber bis zur Hüfte. Und man sieht es auch mit anderen Augen irgendwann. Man weiß, okay, man sollte sich danach gründlich duschen. Und man zieht sich dann saubere Klamotten an. Und dann ist man auch wieder ein ganz normaler Mensch wie jeder andere in jedem anderen Job auf der Straße. Und dann kommt endlich das heiß ersehnte Passstück für die Spannringe. Die Arbeiten können weitergehen. Manuel, passt das Teil? Ja. Ja, 1A. Ja, auch. Die Leute oben ist Verlass. Ja, und obwohl hier unten alles so grobmotorisch wirkt, mit der Verrohrung, mit diesen Abwassermengen, alles dreckig und so weiter, viel grobe Arbeit, kommt es mir ja doch auf, im Endeffekt auf 1 Millimeter von so einem kleinen Stück an. Alles, damit die Hamburgerinnen und Hamburger abwaschen, duschen und aufs Klo gehen können. Ja, ich glaube, das spricht für ganz, ganz viele Kollegen bei uns, dass wir alle stolz darauf sind, dass wir wieder ein Stück weit das wieder zum Schluss gehalten haben und dass wir im Endeffekt ja dafür sorgen, dass alle in Ruhe auf die Toilette gehen können, ihre Spültaste drücken und die Sache geht seinen Lauf Richtung Klärwerk nämlich. Die Sanierungsarbeiten im Sihl in Bergedorf werden noch circa 2,5 Jahre andauern. Hier in Harburg sind die Arbeiten an den Kanälen unter der Elbe nach 3 Jahren beendet. Heute gibt es einen letzten Check-up, bevor die gesperrte Weströhre wieder in Betrieb genommen wird. Da wir ja hier nur einen Einstiegsschacht haben auf der Südseite und einen Einstiegsschacht auf der anderen Seite und keine offenen Baugruben schaffen konnten aufgrund auch der entsprechenden Tiefe von über 20 Metern hier, wurde alles an Material händisch rausgetragen mit Eimern, Seilwinden und auch musste auch wieder manuell über Manpower runtergebracht werden. Ich habe einen Betonabtrag von 35 Tonnen, der musste über Eimer hoch und 40 Tonnen Beton, Mörtel, Estrich musste eingetragen werden. Und dann wurden im Endeffekt als Korrosionsschutz auch nochmal 10 Tonnen GFK verbaut. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir das unten uns jetzt wirklich vor Ort dann angucken, also umziehen und dann runtergehen. Ja. Und dann können wir das ja begutachten. Würde ich auch sagen. Der Schacht am Harburger Hauptdeich hat es in sich. Er verläuft direkt unter der Elbe und gleicht einem Labyrinth. Tatsächlich ist das keine alltägliche Baustelle, sich jetzt erstmal knapp 24 Meter unter die Erde zu begeben. Und durch die Dunkelheit dort unten kann es schon sein, dass es sich auf den einen oder anderen negativ auswirkt und man ja, zu Angstzuständen kommen könnte. Über eine schmale Treppe erreicht das Team den ersten Bauabschnitt. Hier soll kontrolliert werden, ob das Wasser wieder richtig abfließen kann. Kann man sich kaum vorstellen, dass es doch irgendwie um die 5 Badewannen die Sekunde sind, die hier durchgehen. Ne? Hier die Geländerkanten, die Brüstungshöhlen, da war der Beton ja auch schon ausgefressen und der Korrosionsschutz angegriffen. Hier haben wir auch nochmal mit GFK drüber laminiert. Genau, das auf der gesamten Länge und oben, siehst du ja, in den beiden Höhlen und weiter oben. Und die Treppe haben wir auch nochmal sanieren lassen mit SMG. Ist auch sehr gut geworden. Nach dem ersten Abstieg geht es jetzt noch einmal weitere 21 Meter in die Tiefe. Gut. Mit der kompletten Ausrüstung ein echter Kraftakt. Hier wollen Enrico und seine Kollegen kontrollieren, ob der neue Schieber richtig schließt und abdichtet. So, den Abschnitt hier
Genau, den haben wir auch schon saniert. Ja, das sieht auch gut aus. Alles fertig. Ja. Heiko, komm bitte. Ja, hallo? Ja, kannst du mal bitte den Schieber runterfahren? Ein wichtiger Moment. Der neue Schieber muss das Abwasser zu 100% aufhalten können. Okay, Schieber ist zu. Schieber ist geschlossen. Gut, Dirk, was sagst du? Also ich würde sagen, für mich lief er richtig geschmeidig runter. Nichts geknirscht, nichts gequietscht. Nee, der ist wirklich ruhig gelaufen und die Dichtlippe ist auch dicht. Also die schließt bündig ab. Beschichtung ist okay. Also ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre Freude mit haben. Ja. In dem Tunnelsystem unter der Elbe waren die Sanierungsarbeiten extrem herausfordernd. Die Weströhre ist 1,75 Meter hoch und macht ein gerades Stehen für die meisten Sielarbeiter nahezu unmöglich. Hier beginnt die eigentliche Röhre. Ja. Hier verlassen wir jetzt das Bauwerk an sich am Harburger Hauptdeich. Hier ist die Übergangsmuffe zur eigentlichen Röhre. Ab hier sind wir, ja. Ab unter die Elbe. Genau. Sie merkt man auch hier am Kondenswasser. Der Volker hat es mir vorher noch mal gesteckt. Tatsächlich ist über 20.000 Schrauben verbaut worden. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Bei der Länge, wenn man jetzt überlegt, dass wir jetzt gerade unter der Elbe durchgehen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Über uns die Containerschiffe, das ist wirklich eine ganz andere Welt hier unten. Ja, gefühlt haben wir noch so ein kleines Straßennetz oder ein großes Straßennetz noch mal unter der Erde, ne? Ja. Straßennetz oder wie im Körper, so ein Blutkreislauf, ne? Herz, das Klärwerk ist das Herz. Und Abwasserautobahn. Genau, wir sind hier in den Adern gerade, genau. Ja, richtig. Das ist wirklich eine eigene Welt für sich. Überall kann man hier noch abbiegen. Es gibt kleine Siele, 10 cm groß, bis zum ganz großen See mit 4,80 Meter Durchmesser. Hier ist kein Tag wie der andere. Diesen Job in der Unterwelt kann man nur machen, wenn man ihn liebt. Ja, Beruf kommt von Berufung, wie man so schön sagt, kann ich für mich auch so deuten. Man muss dazu sagen, dass wir hier schon elementare Aufnahmen für die Stadt wahrnehmen. Was mich so reizt an diesem Beruf ist einfach, dass man historisch von 160 Jahre alte Siele bis ganz moderne Sachen und jetzt heute auch in der Sanierung, dass man sowas begleiten kann. Vom ersten Tage an, als ich in so einen Kanal eingestiegen bin, war ich infiziert. Das ist so eine spannende Welt mit so vielen interessanten, abwechslungsreichen Aufgaben und technischen Herausforderungen. Das hat mich völlig fasziniert und seit dieser Zeit bin ich dabei und ich bin jetzt 33 Jahre in der Unterwelt. Und keinen Tag vermisse ich. Und dann muss man sich vorstellen, denn es ist ja auch nicht wie bei jedem anderen Job, dass man mal eben für die Zigarette oder so geht oder für ein Stück Brot oder so. Oder für einen Toilettengang? Ich hab was vergessen. Ja. Nee. Das macht's nicht allzu oft. In Harburg sind die Arbeiten unter der Elbe beendet. Die sanierte Weströhre kann wieder in Betrieb genommen werden. Wenn alles gut geht, hält sie ein halbes Jahrhundert.